Hallo Leute, herzlich willkommen beim Tech Talk. Ich bin Fabian und heute möchte ich euch einmal zwei günstige Kopfhörer vorstellen, die zeigen, dass es nicht immer AirPods sein müssen. Da gibt es zum einen die Soundpeats Air 3. Bei denen handelt es sich um Kopfhörer im klassischen AirPods 1 und 2 Design. Und dieses offene In-Ear-Design ist eben besonders interessant für Leute, die keine In-Ear-Tipps mögen. Und dann möchte ich euch heute noch die One Audio A70 Kopfhörer vorstellen. Faltbare Over-Ear-Kopfhörer mit geschlossenem Design, bei denen man gleichzeitig Sound von zwei verschiedenen Quellen einspielen kann. Was beide Kopfhörer sonst noch so zu bieten haben, verrate ich euch nach dem Intro. Und wir beginnen mit den Soundpeats Air 3. Diese Kopfhörer wurden offensichtlich vom großen Erfolg der AirPods inspiriert. Das Design ähnelt den AirPods 1 und 2 sehr stark. Was gute Nachrichten für all diejenigen sein dürfte, welche keine Kopfhörer mit In-Ear-Tipps mögen. Und wem das Design der AirPods 3 beispielsweise nicht so ganz passt. Denn in meine Ohren passen die Soundpeats Air 3 auf jeden Fall besser als die AirPods 3. Sie halten bei mir ungefähr genauso gut wie die AirPods 1 und 2. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich bei den AirPods 3, welche ich eigentlich sehr mochte, doch Probleme mit dem Halt hatte. Vermutlich, weil eben der ganze Klangkörper größer geworden war. Bei den Soundpeats Air 3 habe ich diese Probleme eben nicht. Die Kopfhörer sitzen wirklich gut im Ohr und ich merke hier tatsächlich keinen großen Unterschied zu den AirPods 1 und 2. Und auch in Sachen Sound sind die Soundpeats Air 3 sehr ordentlich aufgestellt. Nicht annähernd auf dem Niveau der AirPods 3, aber locker auf dem Niveau der AirPods 1 und 2. Die Soundpeats Air 3 kosten aber auch nur zwischen 30 und 40 Euro. Die AirPods 3 fast 200 Euro und die AirPods 2 irgendwas zwischen 100 und 150 Euro, je nach Angebot. Im Vergleich mit den AirPods 1 und 2 ist die Soundqualität der Soundpeats Air 3 sogar leicht besser, denn die Bässe sind einen Ticken kräftiger. Auch die Klangbühne ist recht luftig und die Kopfhörer klingen sehr klar. Es mangelt so ein bisschen an den Höhen und natürlich auch an der Geschmeidigkeit, aber in dieser Preisklasse solltet ihr auch keinen Mega-Sound erwarten. Dennoch, wer mit dem Sound der AirPods 1 oder 2 zufrieden war, wird hier ebenfalls zufrieden sein. Was mir bei den Soundpeats Air 3 noch sehr positiv aufgefallen ist, die Kopfhörer sind ziemlich klein und das Ladecase fast schon winzig. Das Case ist definitiv kleiner als das eigentlich ohnehin schon kleine AirPods Case und es lässt sich via USB-C aufladen. Die Kopfhörer halten knapp 4 Stunden durch, bevor sie wieder ins Ladecase müssen, mit dem man die Kopfhörer dann noch etwa 2,5 Mal aufladen kann. Das jetzt nicht gerade überragend, aber völlig okay, insbesondere wenn man die Größe des Case berücksichtigt. Ein Soundpeat Air 3 wiegt nur 33 Gramm, so dass man sie wirklich stundenlang tragen kann, ohne Ohrenschmerzen zu kriegen. Und wenn man jetzt nicht gerade irgendwelche Stunts macht, dann bleiben die Kopfhörer auch ohne Eartips gut im Ohr hängen. Die Kopfhörer bieten zudem eine erstaunlich gute Telefonier- und Mikrofonqualität, was auch daran liegen mag, dass sie zwei Mikrofone pro Earbud bieten, so wie eine Geräuschisolierung beim Telefonieren. Also, die bieten jetzt kein echtes Noise Cancelling, aber eben eine Geräuschisolierung beim Telefonieren. Außerdem bieten die Soundpeats Air 3 eine Touch-Bedienung an der Seite. Diese unterscheidet sich aber von den AirPods 1 und 2, wo es ja auch noch eine Touch-Bedienung gab. Und sie ist auch vielseitiger als bei den AirPods 1 und 2. So könnt ihr durch einmaliges Tippen auf der rechten Seite die Lautstärke erhöhen. Ein Tipp auf die linke Seite macht den Sound leiser. Ein Doppeltap pausiert oder startet die Wiedergabe und ein Dreifach-Tap aktiviert Siri. Ein Dreifach-Tap auf die linke Seite aktiviert oder deaktiviert den Game Mode, welcher eine etwas niedrigere Latenz bietet. Diese Bedienung funktioniert im Großen und Ganzen auch recht ordentlich, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat. Aber es kann doch immer mal wieder vorkommen, dass man versehentlich an die Touchflächen stößt und dann irgendwas Unerwartetes passiert. Die Kopfhörer unterstützen Bluetooth 5.2 und den aptX Audio Codec. Ich hatte keine Probleme, diese Kopfhörer mit meinem iPhone 13 oder auch dem neuen MacBook Pro zu verbinden. Und genau wie die AirPods pausieren die Soundpeats Air 3, wenn man einen davon aus dem Ohr nimmt und man kann sie auch einzeln verwenden. Außerdem bieten die Kopfhörer einen Spritzwasserschutz nach IPX5. Alles in allem sind das hier wirklich eine tolle Alternative
für die AirPods 1 und 2. Qualitativ nicht ganz so gut wie die AirPods 3, aber zu einem Preis von nur 30 bis 40 Euro eben eine richtig tolle Alternative zu den AirPods 1 und 2. Okay, 3D-Audio bei Filmen erhaltet ihr mit diesen Kopfhörern nicht, aber das konnten die AirPods 1 und 2 auch noch nicht. Dieses Feature gibt's erst mit den AirPods 3. Dolby Atmos bei Apple Music erhaltet ihr aber auch mit den Soundpeats Air 3. Und wer mit dem Sound der AirPods 1 und 2 zufrieden war, wird mit diesen hier auch zufrieden sein. Wer also gute und günstige Kopfhörer mit offenem In-Ear-Design ohne Ear-Tips sucht und nicht immer direkt 100 Euro für AirPods ausgeben möchte, dem kann ich die Soundpeats Air 3 als gelungene Alternative wirklich empfehlen. Den Link packe ich euch natürlich unten in die Beschreibung. Als zweite Kopfhörer wollte ich euch in diesem Video die One Audio A70 vorstellen. Auch diese Kopfhörer könnt ihr zum kleinen Preis erwerben. Sie kosten ebenfalls nur 30 bis 40 Euro. Doch so viel kann ich euch schon mal sagen. Sie stehen den Anker Soundcore Live Q30 in Sachen Soundqualität nicht nach, welche ich ebenfalls auf diesem Kanal vorgestellt habe, welche aber in etwa das Doppelte kosten. Bei den One Audio A70 handelt es sich um faltbare Over-Ear-Kopfhörer im DJ-Design mit großen, in alle Richtungen schwenkbaren Ohrmuscheln. Die Ohrmuscheln sind gut gepolstert und ich hatte auch nach längeren Hörsessions keine Probleme mit dem Tragen. Die One Audio A70 bestehen zwar aus viel Kunststoff, aber sie wirken durchaus robust und widerstandsfähiger als manch teurere Kopfhörer. Es gibt zudem zwei Features, die außergewöhnlich sind. So könnt ihr den Sound von zwei verschiedenen Quellen hören, zum Beispiel vom Smartphone und einer Gitarre, gleichzeitig. So könnt ihr auf der einen Seite ein Klinkenkabel mit einem Durchmesser von 3,5 mm anschließen und auf der anderen Seite könnt ihr ein Klinkenkabel mit einem Durchmesser von 6,3 mm anschließen und der Sound wird anschließend auf beiden Ohrmuscheln ausgespielt. Beide Kabel sind auch direkt im Lieferumfang enthalten, genauso wie das Stereo-Aux-Kabel, das zudem noch über ein Klinkenverriegelungssystem verfügt, das man durch Drehen aktivieren kann und dafür sorgt, dass das Kabel nicht rausrutschen kann. Außerdem im Lieferumfang eine Tragetasche und ein Micro-USB-Ladekabel. Ja, okay, hier wäre es natürlich schön gewesen, wenn die Macher auf USB-C gesetzt hätten. Ihr könnt die Kopfhörer sowohl per Bluetooth als auch per Kabel mit Sound füttern. Beide Versionen funktionierten in meinem Test tadellos, wobei der Sound über Kabel naturgemäß besser als über Bluetooth klingt. Im Bluetooth-Betrieb hält der Akku gut 40 Stunden, die Entwickler geben sogar 50 Stunden an, aber das ist doch etwas optimistisch. Über Noise Cancelling verfügen die Kopfhörer nicht und die passive Abschirmung der Ohrmuscheln ist auch eher so lala, also man hört schon noch, was im Raum um einem herum passiert. Die Mikrofone der Kopfhörer gehen zum Telefonieren in Ordnung. Ein klein wenig irritierend ist, dass der Gesprächspartner beim Telefonieren ein leises, verzögertes Echo der eigenen Stimme hört. Also für längere Telefonierkonferenzen ist das jetzt nicht unbedingt optimal, aber für kürzere Telefonate zwischendurch überhaupt kein Problem. Und wichtiger ist ja noch die Soundqualität der One Audio A70 und die weiß auf jeden Fall zu gefallen. Egal ob man Musik oder Hörbücher hört oder Filme schaut, der Sound ist immer gut. Grundsätzlich ist der Sound eher bassbetont, die Mitten und die Höhen sind gut. Und im Vergleich mit anderen Kopfhörern würde man die One Audio A70 aber eher zwischen 60 und 100 Euro vermuten. Aber sie kosten eben nur 30 bis 40 Euro. Mein Fazit zu den One Audio A70. Also, wer gute Budget-Kopfhörer sucht, der findet hier einen guten Kandidaten. Für nur 30 bis 40 Euro kriegt ihr überraschend gut klingende Kopfhörer, die man eher zum doppelten Preis erwarten würde. Natürlich braucht man auch hier keine Wunder erwarten, aber wenn ich immer 100 Euro für Kopfhörer ausgeben will, der findet hier einen wirklich guten Vertreter. Beide heute vorgestellten Kopfhörer zeigen, dass es nicht immer teure Apple-Kopfhörer sein müssen, wenn man guten Sound haben möchte. Natürlich muss man an einigen Stellen Abstriche machen und insbesondere das gnadenlos einfache Pairing und Nutzen über mehrere Apple-Geräte hinweg kriegt ihr nur mit Apple-Kopfhörern. Aber das dann eben auch deutlich teurer. Schreibt eure Meinung zu den Kopfhörern gerne mal in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Video, euer Fabian.